Okay, folgendes. Es ist 0 Uhr 51. Ich bin bei einem 3 zu 1. Einen Kampf habe ich noch und bin bei 2976. Wer aufgepasst hat, was ich immer gepredigt habe mit den Punkten, es war noch sehr hohe dabei. Wenn ich diesen letzten Kampf gewinne, dann bin ich Rang 10. Dann bin ich Rang 10. Dann bin ich Rang 10. Die Go-Kampfliga in der Season 1 hat begonnen und ich habe meine ersten 5 Kämpfe gemacht. Perfekt! Wie viel Energie hat meiner Tumeril? Wie viel Energie hat meiner Tumeril? Bam, badam, bam, bam. Ja, sehr schön. Nein, nein, nein. Was geht denn jetzt ab? Das Ding werde ich auch noch gut schwächen. Komm, 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 drauf da, drauf da, drauf da. Ja, moin, Meister. Das war mir ein bisschen zu früh, muss ich sagen. Ne schade, schade. Schokolade. Eine knappe Geschichte. Ich glaube, er hat aufgegeben. Selbst ein Erdbeben macht mich nicht kaputt. Ich schilde noch nicht. Es ist Erdbeben. So, die Macht von Dialga. Ich habe zwei Schilde. Ich habe ein. Ja! So! Yeah! Sei der Bodyslam. Bitte überlebe das. Komm, 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 komm. Dann bin ich Rang 10. Wenn nicht, ist noch nichts verloren. Ich wollte das jetzt mit Konzentration ohne Video vorbereiten. Ich meine, ich habe es aufgenommen, für den Falle, dass ich es nachkommentieren möchte. Also, Melmetal vorne, sofort Dialga rüber. Wenn sie sofort werfen, dass sie nicht zwei Kraftkolosse haben, den ersten Schilden und hoffen, dass dann kein Relaxo am Ende hinten ist. Schauen wir einfach mal. Das alles entscheidende Match. Und dann kann ich endlich gemütlich zocken und muss nicht so voller Anstrengung. Verlieren ist mir egal. Ich will nur die Rang 10 Belohnung. Okay, 2 Punkte höher. Das Spiel macht's wirklich komplett spannend. Und wir haben eine Togekiss-Führung. Oh, ich hasse das. Ich weiß nie, wie das ausgeht. So, ich. Mewtwo. Ja. Okay. Aber ich brauche das leider auch. Psychostoß. 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 Das ist Psychostoß. Kann ja noch nicht Spuckball sein. Was labere ich denn? Okay. Noch farmen und rein da. Rein da. Also, Togekiss, Mewtwo, was ist dein drittes Pokémon? Dialga? Dann habe ich auch mein Dialga. Okay, du bist weg. Und es kommt hinein. Das eigene Togekiss wechseln kann ich nicht. Spukball wäre echt genial. Okay, und da ist er auch schon. Jetzt muss ich kurz überlegen. Mewtwo hat mir auch ein bisschen Schaden gemacht. Das heißt, wenn ich mit Togekiss reingehe, gewinne ich das Mirror-Matchup definitiv nicht. Was klar sein sollte. Aber du hast jetzt auch nur noch einen Schild. Okay. Also, wie stellen wir das an? Muss ich das schilden? Soll ich das schilden? Ich meine, ich gebe dir mal den Vortritt. Du darfst entscheiden, ob wir das schilden oder nicht. Und zwar schildest du das. Oh, und du wirfst gar keine Ladeattacke, doch wirfst du. Dann schilde ich auch und werde kurz vor knapp rüber wechseln. Denn ich vermute auch ein Dialga bei dir.
So. Okay, jetzt habe ich einen kleinen Energievorsprung. Das heißt, ich sollte dann zuerst zur Ladeattacke kommen. Graudon, alles klärchen. Okay. Haha, ein Graudon habe ich hier auch noch nicht häufig gesehen. Vor allem nicht am Ende, wenn ich keine Schilde mehr habe. Habe ich eine Ladeattacke drüben ready? Das ist die Frage aller Fragen. Sofort drücken. Okay, und ich habe relativ... Ich muss alle treffen. Ruhe da hinten, in den Kommentaren. Immer pöbeln die in den Kommentaren rum. Ich bin Rang 10. Mein drittes Set des Tages. Oh. 3-2, 2-3 und nun 4-1. Ihr wart live mit dabei. Ich bin Rang 10 und das war wirklich hammerhart. Weil dieses Matchmaking hat sich zur Vorsaison, also die Punkteverteilung am Anfang, so geändert. Ich musste mich um 950 Punkte nach oben kämpfen. Oh, ich hoffe, meine Nachbarn kommen gerade jetzt nicht drüber, aber ich sage ihnen einfach, ich bin Rang 10. Ich bin Rang 10! Oh. Okay. Heute werde ich gut schlafen. Heute werde ich schlafen wie ein Baby. Wie ein schillerndes Baby. Otero, schau nicht so verdutzt rein. Ich bin Rang 10! Jetzt mal ganz im Ernst und so weiter. Ja, aber werfen kann ich dafür nicht. Ganz im Ernst, mich hat das so motiviert in den Kommentaren und ich habe die so gerne gelesen und immer sofort und dann als die Leute mich motiviert haben, als ich an dem einen Tag ordentlich abgestiegen bin und dann, ey, es freut mich zu sehen wieder, dass du voller Motivation reinhaust, der Weg zu Rang 10 ist so spannend bei dir zuzusehen. Okay. 982 Siege, 1777 Kämpfe und das hier in der Season 1. Vorsaison habe ich mit 3500 irgendwas beendet. Ich bin Rang 10. Hoffe ich zumindest, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Komm schon. Push the button. Oh, ja. Das fühlt sich so gut an. Was ist hier los? Rangbelohnung abholen, ich bin nicht Rang 10. Was ist da jetzt los, Leute? Sag nicht, das war ein Traum. Ich habe neulich geträumt, dass ich einen 100er Pixie fange. Ah. 3-0-0-5. Da ist das Ding. Oh, ich bin gerade ultra happy. Wirklich dieses andere happy. Und werde jetzt erstmal zu Bett gehen. Eventuell schneide ich die 4 vorherigen Kämpfe dann danach noch dran, aber jetzt muss ich mich erstmal ausruhen. Echt genial. Schauen wir mal ins Tagebuch hinein. Hier ist es verewigt. 18.04.2020, 0.57 Uhr. Heieieiei. Und hier unten 2 von 5. Genau, das waren hier 2 von 5. Hey, Kairos, Chaser, manche Namen kommen mir sogar schon bekannt vor, weil ich gegen die häufig. Und hier ein 3 von 5. Da bin ich gleich geblieben und dann endlich war es da, das 4:1. Genial. Einfach nur genial. Jetzt habe ich nämlich die Belohnungen. Und das nächste Mal, wenn ich hier fange, hier sieht man schon die Silhouette, den Umriss. Wrestler Pikachu ist die garantierte Belohnung für Rang 10. Und die Pose und das Outfit bekomme ich am Ende der Season, nämlich in 13 Tagen und 22 Stunden. Bis später. So, die Rangliste hat sich nun aktualisiert. Ich bin auf Platz 376 gelandet am ersten Tag. Und hier gibt es noch, wie versprochen, die ersten 4 Kämpfe, die vor diesem Sieg, der mich zu Rang 10 gebracht hat, entstanden sind. Der Vollständigkeit halber und weil da wirklich mein Adrenalin so übergekocht ist und es ging gut los an dem Tag, 3-2 eben wie gesagt, aber dann plötzlich 2-3. Da wird man dann immer, ist heute wieder nicht der Tag oder doch? Und wir starten rein mit einem Togekiss. Ich habe jetzt eine Nacht drüber geschlafen, echt happy vor allem so zu sehen, wie manch andere PvP-Coaches sogar bei 2800 Punkten sind und so. Ja, also
freue ich mich wirklich extrem. Okay, hier dieses Togekiss-Matchup fand ich spannend. Da hat der Gegner mal wieder die Ladeattacke eingesetzt und ich schilde dann und mache nichts und habe in dem Fall vermutet, dass vielleicht ein Giratina reinkommt, was in letzter Zeit häufig passiert ist. Nicht so, dass die Alga, da habe ich mit Flammenwurf dann immer ins Klo gegriffen und leider kein zweites Mal Aeroass erreicht. Gut, ja, also ich habe jetzt sogar noch ein Set schon gemacht, weil das waren jetzt drei des Tages und nach der Rangliste, ich wollte einmal die Rangliste einlochen, jetzt ist mir alles egal und mein erstes Set wieder 4:1. Ich weiß nicht, es läuft gerade einfach so krass, ich weiß noch gar nicht, wie viele Punkte ich habe, denn ich habe das Pokémon noch nicht gefangen, es ist nämlich das Pikachu dann. Will ich auch aufnehmen hier. Wunderschöner Wechsel. Ich wollte unbedingt Sandgrab oder schlimmstenfalls Erdbeben abfangen, aber ich habe keinen Schild mehr und wollte mein Dialga nicht hergeben. Muss aber zugeben, ich hätte stark vermutet, dass ich zumindest Unheilböen erreiche, aber trotzdem, das war es wert, wie man sehen wird. Wutanfall macht mich komplett K.O. Und das letzte Pokémon war noch das Giratina. Da setze ich nicht mal die Ladeattacke ein in diesem Fall. Wozu? Wozu sollte ich meine wertvolle Zeit hergeben und auf eine Sofortattacke zum Beispiel verzichten, wenn der Gegner sowieso noch einen Schild hat und ich weiß, dass ich nicht zu zwei Ladeattacken komme? Also da drücke ich dann erst gar nicht drauf. Und so passiert es häufig in der Meisterliga, dass entweder ich selbst mit ein, zwei Schilden gewinne oder verliere oder der Gegner mit ein, zwei Schilden gewinnt oder verliert. Also, und dann schon Melmetal. In letzter Zeit, also manchmal hasse ich Melmetal, wenn die sofort rauswechseln. Ein Kraftkoloss und rauswechseln. Okay, ich habe es nicht zu Donner geschafft und nun passiert Folgendes. Ich gehe dann auf Eisenschädel. Hab die Attacke aber leider vorher nicht einlochen können, also wir hatten nicht den Gleichstand. Und dann, man muss sich vorstellen, es ist nach Mitternacht und ich so, was? Wo ist Melmetal? Warum ist da ein Zumpex? Ja, wenn man schnell ist, kann man wechseln, wenn der Gegner die Ladeattacke noch nicht eingelocht hat. Ich habe hier gehofft, dass es ein Köder ist und Aqua Haubitze kommt. Muss aber auch hier ganz ehrlich zugeben, ich habe noch selten, wenn nicht sogar nie, gegen ein Zumpex mal ein Erdbeben abbekommen und wusste nicht, dass mich Erdbeben komplett wegnehmen wird. Ich dachte zumindest, ich habe noch einen Zipfel und kann dann noch einmal Eisenschädel werfen, dass mich Erdbeben wirklich direkt ins Grab befördert, hätte ich nicht gedacht. Aber Zumpex trotzdem, zumindest in meinem Bereich, so selten, weil es nicht viel aushält. Aber so beim Aufstieg unten irgendwo, ein paar Ränge weiter unten, wenn man nicht so häufig auch gegen maximal gepushte Pokémon ankämpfen muss, dann bestimmt eine interessante Sache. Hier ebenfalls Spukball. Der Gegner hatte zwei Schilder und ging durch. Weil ich oft gefragt werde, oh, warum gehst du nicht häufig auf den Köder und so. Ich habe da so meine anderen Erfahrungen gemacht im 2900er Bereich und das hat schon gepasst. Ja, aber wirklich dieses Gefühl, jetzt kann ich da sagen, einige Stunden danach, die Aufregung hat sich mal beruhigt. Es ist echt genial, jetzt Rang 10 zu haben. Ja, und da kommt leider Melmetal rein. Er hätte sowieso noch einen Schild. Ich konnte mich aus der verlorenen Führung am Anfang nicht rausreißen. Das Zumpex hat das dann komplett geregelt, leider. Ja, denn wer das nicht wusste, die Punkte können sinken, aber der Rang in einer Saison nicht mehr. Das heißt, meine Rang 10 Belohnungen, die sind mir am Ende der Season sicher. Also das Wrestler Pikachu muss ich jetzt noch währenddessen fangen. Glaube ich zumindest, das ist danach nicht möglich. Das erste ist garantiert, aber ich muss irgendwann entweder 2 Siege mit Premium oder 4 Siege mit dem kostenlosen Set erreichen. Und dann gibt es Wrestler Pikachu. Und dann hat man eben die Pose und Avatar-Items, aber erst am Ende der Season. Vermutlich auch 100.000 Sternenstaub als Rang 10 Spieler und dann immer in Abstufungen ein bisschen weniger bei den unteren Rängen. Und hier dieser Trick, ich habe das noch bei niemandem gesehen, man sollte in Wahrheit seinen Wechselvorteil nicht aufgeben und er gibt hier auf, weil er war kurz vor Eisenschädel, das weiß ich, das ist eben so knapp bemessen, kurz vor Eisenschädel, hat es nicht mehr geschafft, wusste, ich habe noch ein grünes Togekiss mit einem Schild und vermutlich waren all seine
Togekiss Counter komplett aufgebraucht und mich hätte aber schon interessiert, was da noch hinten war, muss ich ganz ehrlich sein, weil, also eine Sache, die ich auch mal anmerken muss, wer schlau ist, hat in jedem meiner Videos 5 Teamvorschläge, weil manchmal auch die Frage kommt, hey, nimm jetzt doch mal wieder häufiger andere Teams oder im Allgemeinen, das kommt regelmäßig und ich kann sie auch verstehen, aber ich kämpfe hier gegen die Elite, also gegen die Top 300 Spieler so in etwa oder häufig sogar gegen noch heftigere. In den letzten Kämpfen hatte ich wirklich Glück mit den Punkten. Wenn die es darauf geschafft haben, dann seht euch einfach die Teams von denen an. Man sieht häufig hier die Alga auch mit dabei und Giratina und Melmetal in der Kombi. Ein einziges Mal habe ich auch meine Kombination getroffen, aber wirklich und sogar in einer anderen Reihenfolge, wenn ich mich recht erinnere. Ansonsten habe ich niemanden gesehen mit dieser Kombi. Und hier sofort Donner, 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 Donner. Noch bevor sie Kraftkoloss machen, weil dann vermuten sie nicht keinen Drakometeor. Und Donner haben die gar nicht so am Schirm. Aber neutraler Schaden und perfekt. Jetzt ist alles egal. Du brauchst 2-mal Kraftkoloss. Du kannst machen, was du möchtest. Keine Schilde. Ab geht die Post. Ja, seht euch die Teams der Gegner an. Und wenn euch da was gefallen hat, kann man sich hieran inspirieren. Und das ist auch ein bisschen so an den Videos. Ich mache es den Leuten schwieriger, denn ansonsten bleiben die Teams von denen, ich sag mal, geheim und niemand wird die erfahren, wie hat der Rang 1 erreicht. Das wissen nur die, sagen wir 25 Spieler am Tag, die gegen den gekämpft haben. Aber wenn jemand wie ich ein Video macht und jemanden mit 3050 oder 3100 Punkten erwischt, dann wird sein Team verraten und andere Leute können das dann einfach kopieren. Aber wer keine Ahnung hat, wie Spieler XY das überhaupt einsetzt und so, also vom Kopieren hat man relativ wenig, jedoch trotzdem so als kleiner Einblick, als kleine Inspiration und auch hier rausgegangen. Und wenn ich mich richtig erinnere, habe ich da am Anfang die Führung verloren. War der Melmetal vorne oder was? Das Giratin, ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall, ja, man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi, das waren die Kämpfe, die ersten 4. Und dann, das ist echt eine glückliche Lage, das mag ich sehr, wenn man 3-1 ist. Weil der letzte Kampf, man ist schon positiv, der letzte Kampf ist einfach nur noch Bonus und vor allem in dem Fall, wo ich so kurz vor Rang 10, so kurz vor diesen 3000 Punkten stand, da, ja. Also, abschließend noch ein herzliches Danke an alle, die mitgefiebert haben. Für diese Season ist es mal erreicht und ich bin wirklich keiner. Ich sehe das bei den anderen, die auch PvP-Videos machen, die englischsprachigen. Und die sagen immer, ja, jetzt bin ich wieder Punkte abgestiegen, wie ihr vielleicht gesehen habt. Und es ist echt schwer, selbst für ein 3-2 steige ich ab und so. Mir sind die Punkte völlig egal. Die Rangliste, ganz egal. Ich wollte nur Rang 10 wegen der Belohnung. Jetzt wird wieder 500% auf die Videos der Fokus gelegt. Und ja, für dieses Video war es das auch mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter.